Es hat doch noch geklappt. Machen wir direkt eine kleine Testfahrt jetzt hier. Niklas wollte eben seine XC testen. Gibt es irgendwas zu beachten bei Zweitakt irgendwie? Ich bin noch nie Zweitakt gefahren. Du hast keinen Benzinhahn, du hast kein Zündschloss, du hast gar nichts. Du hast einfach nur einen Anmacher und einen Ausmacher. Wo ist denn der? Hier links, ne? Ja, ich saß noch nie so richtig auf einer Enduro. Mal sehen. Ja, sonst halt, die hat ziemlich viel Kraft. Also ja. vom Fahren her eher wie mit dem Auto. Dass du mit dem Auto fährst, ja auch in der Stadt so im vierten Gang ganz untertourig. Ja. Und nicht im zweiten Gang am Ende von der Drehzahl. Ja. Also wow. Schön untertourig fahren. Immer untertourig. Okay. Du brauchst die Leistung nie. Du musst erstmal fahren und klarkommen. Okay. Weißt du? Alles klar. Wie mit dem Auto. Fährst ja auch nicht jetzt Vollgas. Also ganz entspannt, nicht wie normales Moped fahren. Nee. Mit dem Moped fährst du viel höher, also mit, vor allem als du Viertakt da ist, ja. Viel höher schon in den Drehzahlen. Okay, das heißt, ihr habt viel Drehmoment untenrum schon. Ja. Okay. Sehr viel. Also du kannst sehr viel. Auch, Kevin sagt rum, sehr viel. Wenn du rumfährst, so normaler Rumfahrgang, dritter Gang auf der Ebene, dritter, vierter Gang. Echt? Ja. So, wenn du ins Gelände dann kommst, den Berg hoch oder Berg runter, kannst du auch mal runterschalten, aber... Okay. Alles klar. Einfach sachte. Gut. Sachte aber auch selber. Okay. Tega. Ja, Mike, danke nochmal. Nein, das ist schön lieb, Alter. Mike, das ist doch nicht so hoch. Ja, es geht. Ich fühle mich richtig wohl eigentlich. Wo lang? Da lang oder wo? Junge! Okay, let's go! Holy shit, Junge! Digga, wo ist die Hinterradbremse? Alles klar. Boah, Digga, Leistung ist da auf jeden Fall. Muss ich erstmal hier an die ganzen Schalthebel und so gewöhnen. Ich finde die Hinterradbremse einfach nicht. Boah, Junge! Boah, Junge! Ist das scary as fuck, Digga! Boah, Junge, es ist ungewohnt, so mit dem Moped wegzurutschen. Ist einfach komplett was anderes. Digga! Boah, Alter! Was? Das ist tatsächlich ein bisschen matschig, ne? Ja, Digga, übel, Junge. Es ist... Ey, es ist so ungewohnt, dass das Moped halt die ganze Zeit so am Rutschen ist. Ja, es ist halt. Also guckt halt, dass ihr nicht jetzt da in die übelste Scheiße reinfährt. Ne? Ja. Hier einfach mal ein bisschen rum und so. Und dann da drüben siehst du, wo das Windrad ist. Das große direkt hier? Ja, direkt das. Du fährst da den Weg vor und direkt rechts. Und dann geht da so ein Schotterweg runter. Und dann da bei dem Windrad, da geht es auch noch in den Wald rein. Da siehst du es auch. Da könnt ihr vielleicht. Ach, geil. Da, wo es so hoch geht. Ja, vielleicht ist es da einfacher, wenn ihr da. Digga. Also ich muss sagen, erster Eindruck, das Teil hat so viel Power. So, wir sind jetzt nochmal zurück hier an der Base. Niklas wollte nochmal irgendwas umstellen an der Feder. Ich habe richtig Respekt, das Teil hat nämlich echt Power. Also Zweitakt ist heftig, erster Eindruck. Weil einfach du drehst ein bisschen am Hahn und Digga geht das Ding nach vorne. Vor allem hier in diesem ultra dicken Matsch. Also ist echt heftig. Man muss erstmal ein bisschen das Vertrauen finden. Hier auch im Matsch zu fahren ist halt brutal. Weil du halt übelst hin und her rutscht die ganze Zeit. Das ist so krass. Also... Es ist komplett anderes Motorradfahren. Ehrlich, ich hab's noch nie so gefühlt quasi. Motorradfahren ist ganz anders. Boah, Junge! Plötzlich schießt sie komplett nach vorne, Alter. Boah, Junge, die Aussicht. Geil. Mega schön. Braucht ihr? Ja, habe ich mir schon gedacht. Okay. Ich glaube, wir können da hochfahren, in den Wald rein. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich fahre einfach mal, ja. Erste kleine Challenge. Let's go, Beach. Okay. Und jetzt? Ich denke mal da. Boah, Digga. Das ist schon steil! Das ist schon steil! Digga, was? Als ob, Alter! Junge! Ich glaube, der hier ist flacher, oder? Keine Ahnung! Oh. Scheiße! Junge! Ja! Boah, Digga, nice! Oh, Junge! Oh, Junge, warte!
Okay. Ja, bin wieder drauf. Oh. Oh. Yes. Junge. Das geht, das geht. Eigentlich. Ich komm klar. Ja, Digga, mega. Ich ist halt ein ganz anderes Gefühl, ne? Krass. Wenn ich da mal hochkomme, komm mal mit hinten runter. Seid ihr schon ein bisschen bergunter gefahren? Ist es schlimm, vielleicht da runter zu fahren? Es geht. Es geht. Ja, dann kommen wir mit. Okay. Yes. Fuck. Boah, Junge, Traktion gleich null, Alter. Junge! Komme ich hier auch hoch? Boah, weiß nicht. Mal testen, oder? Junge! Was muss ich machen? Einfach drücken? Junge! Okay, warte, ein bisschen mehr Schwung. Also ganz entspannt da runter. Willst du? Scheiße, ja gut, let's go. Junge, der jumpt da einfach. Ja, ging doch ganz gut. Digga, Kevin, Alter. Du bist Weltmeister, Brudi. Boah, das sieht steil aus. Hinten und vorne bremsen, okay. Ohne Motor? Ja, kannst du machen. Ohne Motor? Was? Okay. Packst du, Niklas? Digga, das sieht steil aus. Du schaffst das, Brudi. Ja. Scheiße. Packst du? Alles klar. Digga, dann müssen wir auch noch irgendwie hochkommen wieder, Alter. Okay, einfach nur eine leichte Rechtskurve, immer hingucken, wo du lang fährst. Ich versuche anzuhalten. Du kannst, ja. Du kannst da nicht mehr anhalten. Ich denke, ich pack's. Halt, ich versuch's mal. Und einfach, versuch einfach in die rein und rollen und leicht und bremsen. Du hast ja 30 Meter Zeit, um anzuhalten. Ja. Da vorne. Hier oben an dem Steilen ist scheiße. Du kannst auch den Motor ausmachen, wenn du okay, machst. Nicht das laufen. Hab ich mir lieber. Okay. Und, okay. Junge! Ja, Mann! Digga! Junge, du kickst dich schon die ganze Zeit? Ja, klar. Ripp, Alter!
Boah! Das ist viel zu geil. So, und jetzt seid ihr hier unten und jetzt habt ihr den ganzen Tag Spaß, wieder rauszukommen. Ja, Digga! Ist klar, ja, Junge! Du hast andere Probleme. Ach, Digga, das ist alles so steil hier. Der Typ ist nicht noch behindert, aber. Junge! Schwierig. Ist echt schwer. Mega, ist das. Ja, ist mega schwer. Wenn ihr hochfahrt, mal kurz richtig Vollgas geben. So richtig? Damit der Reifen den ganzen Schlamm zwischen den okay, für Grip, ja. Scheiße. Digga, das ist unsere erste Challenge. Ballern. Scheiße, Mann. Ja. Anstrengend, ne? Ja. Junge. Junge, chill, oh shit. Geil. Digga, erstmal voll in Wheelie rein und dann runtergeballert. So, Freunde, mein Akku ist mir verreckt. Ich bin noch 5 Millionen Mal runtergeflogen. Der Kevin hat uns ja zu diesem Ort geschickt. Und ich habe es bisher einmal geschafft, da hochzufahren. Also man sieht, ich bin schon deutlich mehr daran gewöhnt, jetzt die Karre zu fahren, auf jeden Fall. Ich fahre jetzt Niklas' Karre, weil der meine Karre jetzt geklaut hat hier. Junge! Digga, das ist halt richtig Power, Alter. Holy shit. Gefährliches Ding, Junge. So, mal gucken, mit Niklas' Karre jetzt das erste Mal hier lang fahren. Bisschen untertourig, aber geht noch. Nice. Easy. Oh, jetzt bin ich im Neutralen, glaube ich. Alles komisch. Muss ich auf jeden Fall anders schalten. Oder lässt sich anders schalten, auf jeden Fall. Aber die hat direkt echt mega Power. Das ist schon hart. Okay. Oh, holy shit. Ja. Ja, das war gut, das war gut. Noch viel zu schnell, oder? Hey, aber wie hat es angefühlt? Gut. Alles gut. Bisschen schräg, aber gut. Okay, erstmal wieder ein bisschen runterkommen hier. Geil! Ich brauche unbedingt eine Enduro, Leute. Das geht nicht. Ungelogen. Ey, das ist zu geil, Junge! Scheiße! Du musst beim Enduro-Fahren anfangen zu spielen. Ja, ey, ja! Diese kleinen Sachen, wo du das macht so Bock, Alter! Geistesgestört, geil! Und. Oh. Ah. Danke dir! Kein Problem! Junge! Kamera einstellen, ja! Easy, warte, genau! Easy, stabil. Geil, so jetzt geht's jetzt zum Todesspot. Junge, da geht's richtig bergab. Let's go. Digga. Was? Da geht's ja übelst bergab. Halt's Maul, Digga. Was? Was? Junge, was? Was ist das? Ja. Easy. Ja, Papi ist easy.
So Leute, mein Akku ist natürlich wieder verreckt. Aber jetzt geht's nochmal los. Direkt weiter. Ich versuche zu kommen. Hey, es geht. Ey, geschafft, Junge, geil. Ach, geil. Ihr wisst gar nicht, wie krass es hier bergab geht eigentlich. Das ist so heftig. Junge. Let's go. Zweiter Gang ist drin. Auf geht's. Schade, fast. Ja, immerhin. Gut, Lukas sagt zweiter Gang. Zweiter Gang it is. Jo. Ja, ja. Der GoPro-Akku hält ja echt wenig. Und dann fahren wir mal wieder den Hügel da hoch. Ohne zu sterben am besten. Geil, easy. Nice. Okay, letzte Runde. Niklas und ich fahren nochmal. Einmal den Hügel, den wir seit Anfang versuchen zu ballern, oder jetzt ein paar Mal geschafft habe ich, nochmal hoch und dann fertig. Fertig, fertig, fertig. Okay, let's go. Mal kurz hier entspannt runterfahren. Also hoffentlich entspannt. Gehen wir mal diesen Weg hier, den sind wir noch nicht lang gefahren. Ja, easy. Easy, easy. Das sieht gut aus, den Baumstamm, okay. Kriegen wir auch hin. Ah, fuck. Ah, easy. Nice, nice, nice. Ah, yep. Oh, shit. Hä, hier ist eine Kurve. Okay, boah, da sieht es steil aus jetzt. Ah, ja, egal, mal gucken. Werde ich schon überleben. Ja. Oh, das ist schon steil, aber da sind wir ganz am Anfang lang gefahren. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Baumstamm und zack. Ja. Oh, nice, Digga, wie gut ich den gerade runtergefahren bin. Heftig. Was ist los? Oh, shit, oh, shit.
Ach, Digga, das geht so in die Arme. Noch ein Barockstamm oder was? Ah, geschafft. Geil. Oh. Komm runter, Benjung! Auf geht's. Da geht's lang, da geht's lang. Ja, ja, jetzt hier links, hier links, hier links. Komm, komm, ja. Jetzt hoch, Bruder, hoch. Hoch, nicht im Woody, Buddy. Dieses Baumstamm-Ding habe ich, jetzt auch drauf. Geil. Noch einmal. So. Come on, bitch. So knapp. Geiler Typ, der Niklas. Digga, was? Der Lüfter läuft nicht. Was läuft nicht? Der Lüfter läuft nicht. Halt's Maul. Ja, kein Relais drin. Alter. Und das hier oben raus. Ach krass. Ja. Ja komm, war gut, oder? Mega. Komm mal zurück? Ja. Geil, Mann. Digga, es war so nice. Mega. Oh, ich bin auch so fertig. Muss mir ganz dringend ein Enduro holen. Ja. Hey Freunde, danke fürs Zuschauen. An dieser Stelle würde ich sagen, beende ich das Video. Der Enduro-Trip war mega geil. Danke nochmal an Kevin, an Mike, an Billy, an alle, die dabei waren. Das war echt hammermäßig. Junge, geil. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dann, haut rein und ciao. Einmal gut. Sick, Digga. Das ist so geil, dieses Skill gelernt zu haben, jetzt mit dem Moped hier durch die Gegend zu fahren. Nice! Boah, Junge! Geil, Mann. Das bockt so heftig, Alter. Digga. Echt geil, was man alles an einem Tag lernen kann. Das ist echt heftig.